Pionierzeit des Films, Pionierzeit der Archäologie. Vor 80 Jahren schon entstand der erste deutsche Film über eine archäologische Grabung. Ein Außenseiter hatte die Archäologie bekannt gemacht. Heinrich Schliemann, Mecklenburger Kaufmannsgehilfe, Selfmade-Man, Millionär und PR-Genie. Für sich selbst, aber auch für eine neue Wissenschaft. Die Entzifferung von Botschaften aus einer anderen, früheren Welt. 150 Jahre nach Schliemann versuchen Archäologenteams, den Nachrichtencode vergangener Zeiten zu knacken. Rund um die Welt. Im Herzen der Sahara, der größten Wüste der Erde, lebte einst ein Volk, über das man sich bis heute Fantastisches erzählt. Seine Könige sollen unermesslich reich gewesen sein, mit prächtigen Residenzen inmitten der Wüste. Streitbare Reiter sicherten ihre Macht. Ihr Name, die Garamanten. In Libyen ist ein internationales Forscherteam ihrem Geheimnis auf der Spur. Wie konnten die Garamanten ihr riesiges Reich südlich des Mittelmeers beherrschen und, so heißt es, sogar das römische Imperium herausfordern? Und auch dieses Rätsel wollen die Archäologen lösen. Woher kamen die legendären Fürsten der Sahara? Und wohin sind sie verschwunden? Die griechische Cyrenaika an der Nordküste Afrikas, 5. Jahrhundert vor Christus. Der Vater der Geschichtsschreibung, Herodot, arbeitet an seinem berühmtesten Werk, den Historien. Herodot schildert Unglaubliches. Tief in der Wüste soll ein mächtiges Volk leben, mit einer gewaltigen, uneinnehmbaren Hauptstadt. Die Griechen hatten knapp 300 Seemeilen südlich von Athen Kolonialstädte wie Cyrene gegründet. Herodot selbst lebte zeitweilig hier in Nordafrika, war Augenzeuge der Ereignisse. Die griechischen Außenposten waren ein Markt für Güter aller Art. Dazu gab es kostenlos Gerüchte, Sagen, Geschichten. Herodot hat sie auf seinen Reisen notiert. Doch was davon ist wahr? Die Handelswege aus dem dunklen Kontinent endeten in Cyrene. Von dort wurden die Waren verschifft. Die Cyrenaika war strategisch schon immer heiß umkämpft, als Sprungbrett nach Europa. Nicht nur in der Antike, auch im Zweiten Weltkrieg. Hier tobte der Kampf zwischen den Alliierten und dem deutsch-italienischen Afrikakorps besonders heftig. 60 Jahre später hilft die Luftschlacht den Archäologen. Die Zielfotos der Bomberpiloten entlarven neben den feindlichen Stellungen auch die Ruinen von Cyrene. Wie das Amphitheater am Rande der antiken Stadt. Hier legt der italienische Archäologe Mario Luni gemeinsam mit einem libyschen Team die erste Griechenkolonie in Afrika frei. Ausgerechnet jetzt haben Regengüsse die Grabung unter Wasser gesetzt. Stimmt Herodots Behauptung, die Hellenen hätten von den Garamanten gelernt, die in der Wüste prächtige Städte und modernste Kriegstechniken besaßen? Auf den ersten Blick wirkt alles in Cyrene urgriechisch. Ein zweites Athen in Afrika. Der Apollo-Tempel am Rande der Stadt ist sogar größer als sein attisches Vorbild. Und nirgendwo außerhalb Athens findet man eine solche Ansammlung griechischer Kunstwerke. Doch Luni glaubt an einen deutlichen kulturellen Austausch zwischen Griechen und libyschen Völkern und sucht nach Beweisen.
Unweit Schirenes ist er auf einer heißen Fährte. Das mysteriöse Grottenheiligtum von Slonta. Wer waren die Schöpfer dieser heiligen Stätte? Im alten Höhlentempel legt Lunis Team wundersame Skulpturen frei. Keine klassischen Helden- und Göttergestalten. Keine überirdischen Stiere der griechischen Sagen, sondern Figuren und Gesichter, die ursprünglich wirken, Ängste ausdrücken, Demut zeigen, zum Anfassen menschlich. Doch sollte dieser Kultplatz von Nomaden aus der Wüste erbaut sein? Eher unwahrscheinlich. Die Figuren des Grottenheiligtums erinnern Luni an einen anderen Fund. Eine ungewöhnliche Frauengestalt inmitten der kostbaren Sammlung klassischer Statuen von Cyrene. Eine feine Dame im griechischen Stil, ohne Zweifel. Doch keine Frau, keine Göttin würde in Athen oder Delphi mit einem Schleier dargestellt werden. Gesichtsschleier trugen zur Zeit des antiken Griechenlands zumeist die Wüstenvölker. Verschleierte Figuren schmücken einige Grabstätten Cyrenes. Professor Luni hält sie für Todesgöttinnen, in denen sich griechische und libysche Elemente vermischen. Ein kleiner Mosaikstein, der aus dem scheinbar klassisch festgefügten Weltbild herausfällt. Hatte Herodot also recht? Die Antwort darauf können die Forscher nur in der Wüste finden, in der das mächtigste der libyschen Völker gelebt haben soll, die Garamanten. Bahr Bellamar, Meer ohne Wasser, nennen die Araber die Sahara. Existieren noch Spuren vom versunkenen Reich der Garamanten? Gab es wirklich ihre sagenhafte, höchst berühmte Hauptstadt Garama, nach der Herodot das Volk benannte? Chef der italienischen Mission ist Savino di Lernia von der Universität Rom. Mit wissenschaftlicher Akribie und sicherem Instinkt spürt der junge Professor den Garamanten nach. Bei der Stadt Gat in der Region Fesan vermuten die Forscher das südliche Zentrum des Garamantenreiches. Mitten in der Sahara, rund 1000 Kilometer von der Küste entfernt. Die Archäologen sind am Rande eines Wadis, eines ausgetrockneten Flussbettes, auf einen Friedhof mit bis zu 100.000 Gräbern gestoßen. Hinweis auf eine unglaublich hohe Bevölkerungsdichte mitten in dieser Einöde. Die C14-Datierungen weisen in das 2. Jahrhundert vor Christus. Laut den antiken Chronisten die Zeit der Garamanten. Wir haben für die Zeit der Garamanten Beweise gefunden, dass sich auch die Siedler mit Grabbauten ganz besonders um ihre Toten gekümmert haben. Völlig anders als in der Zeit davor, als nur ein sehr kleiner Teil der Gesellschaft sich Gräber wie diese leisten konnte. Bei der Grabung hier haben wir erwachsene Männer, Frauen und sogar Kinder gefunden. Jeder Teil der Gesellschaft hatte also Zugang zu dieser Art von Friedhof. Ein spannender, ein ungewöhnlicher Befund. Die Garamanten waren eine in Ansätzen egalitäre Gesellschaft. Zumindest war Wohlstand nicht nur wenigen vorbehalten. Auch unerwartete Gemeinschaftsgräber entdecken die Archäologen. In einem Grab Tote von weißer und schwarzer Hautfarbe, wie die DNA-Analyse ergeben wird. Jeder Splitter ist wichtig. Jede kleinste Spur kann Hinweise darauf geben, wie die Garamanten lebten, sich in dieser menschenfeindlichen Leere ernährten und noch dazu eine hohe Kultur pflegten.
Ein Volk aus der Wüste auf Augenhöhe mit den klassischen Griechen? Es klingt bewundernd, wenn Herodot notiert, wie mächtig und respekteinflößend es sei, dieses rätselhafte Barbarenvolk. Spätere antike Chronisten rühmen ihre Könige und höchst beweglichen Krieger. Auch schreiben sie, dass die Garamanten Tätowierungen an ihren Ellenbogen hätten. Genau wie in der über 3000 Jahre alten Darstellung libyscher Fürsten aus der Grabkammer des Pharaos Sethos I. im Tal der Könige. Die Griechen waren das bis heute verehrte Maß aller Dinge an den Küsten des Mittelmeeres und in Europa. Doch sie beherrschten nicht den Handel quer durch die tödliche Sahara. Ein gefährliches, aber auch lukratives Geschäft. Auf der Suche nach einer möglichen Quelle des Garamantenreichtums macht die Lernia eine aufregende Entdeckung. Ein Karawanenposten mit Zitadelle. Der Wasserspeicher wurde durch eine massive Mauer geschützt. Ein jahrtausendealter Mahlstein der Besatzung hier auf der Felsnase von Agam Nadarif. Agam Nadarif ist ein Schlüsselort für das Verstehen des Garamantenreichs. Das hier ist ein 2000 Jahre alter Karawanenposten. Er liegt direkt an der Route, die das Tassili-Gebirge im tiefen Süden mit der nördlichen Region des Garamantenreichs verbindet. Also die Hauptroute für den Karawanenhandel. Und der war die Basis für das Königreich. Die Garamanten beherrschten die wichtigsten Handelsrouten durch die Sahara mit befestigten Stützpunkten wie diesem. Von 4 Wachtürmen aus überblickten sie eine Engstelle des Wadi-Tales. Genau hier mussten die Karawanen passieren. Ein Geheimnis ihres Erfolges lag in dem Ausbau militärisch gesicherter Karawanenposten und Handelsstützpunkte. Das Garamantenreich saß wie eine Spinne im Netz der alten Trans-Sahara-Routen. In der Mitte das heutige Ghat. An den Garamanten kam niemand vorbei. Aber die Stützpunkte mussten besetzt und ein unendlicher Zug von Karawanen organisiert sein. Wie konnte die dafür erforderliche Zahl von Menschen in der Unwirtlichkeit des Sandmeeres überleben? Eine Antwort erhofft das italienische Forscherteam im äußersten Südwesten Libyens. Am Rande des Akakus-Gebirges, umrahmt von majestätischen Sanddünen, die das Herz eines jeden Wüstenliebhabers höher schlagen lassen. Der Chefgeologe der italienischen Mission in Libyen, Mauro Cremaschi, nennt diese Dünen ein archäologisches Paradies. Jeder Stein im Wüstensand, so erklärt Cremaschi, wurde von den Bewohnern herbeigeschafft. Unglaublich. Hier siedelten schon in der Vorgaramantenzeit viele hunderte Menschen. Eine kultische Steinaxt, über 4000 Jahre alt. Ein wichtiger Fund, aber nicht ungewöhnlich. Anderes, auf den ersten Blick Unscheinbares, elektrisiert. Muscheln, wie kommen sie hierher? Cremaschi denkt an die Mandara-Seen im ehemaligen Garamantenreich. Auch hier am Rand des Akakus-Gebirges muss es damals so ausgesehen haben. Ufer gesäumt mit Dattelpalmen und Schilf.
Ein lebensspendendes Paradies. Das Geheimnis der libyschen Wüstenseen liegt in ihren unterirdischen Quellen. Die Fata Morgana verdurstender Wüstenreisender, sie ist echt. Die Menschen müssen hier wie in einem Traum gelebt haben. Exotische Tiere bevölkerten diese fruchtbaren Savannen. Deshalb also waren die Menschen damals in Scharen gekommen, um zu siedeln und zu jagen. Aber existierten die Flüsse und Seen auch noch zur Zeit der Garamanten? Herodot beschrieb das Wüstenvolk genauso. Als Jäger, die unter fruchtbaren Palmen wohnen. Als kluge Bauern, die Rinder und wilde Stiere züchteten, aber auch als angriffslustige Krieger mit vierspännigen Streitwagen. Mauruke, Maschi und sein Team beratschlagen bei Sonnenaufgang in ihrem Camp am Fuße des Akakos. Auf ihrer Expedition zu den ausgetrockneten Flussbetten wollen sie Zeugnisse aus der Zeit finden, als die Wüste noch feucht und fruchtbar war. Kremaschi kennt die Gegend, ein gefährlicher Weg. Für Fremde fast unpassierbar. Wird sich die Reise zum Wadi Tanesuft lohnen? Als das Flussbett noch Wasser führte, sollen hier Tausende von Menschen gesiedelt haben. Bei seiner Arbeit ist das Team auf Hilfe der einheimischen Tuareg angewiesen. Nur sie wissen, in welcher Felsspalte oder welcher Höhle Spuren der Urvölker zu finden sind. Ein Targi führt die Forscher. Viele Zeugnisse uralter Sahara-Völker sind noch unentdeckt. Versteckt in steinernen Höhlen und an schwer zugänglichen Felsvorsprüngen. Eine der größten Urzeitgalerien der Welt mitten in der Sahara. Die Tuareg haben von Bildern in der Felswand berichtet. Ein mühsamer Aufstieg für die Kunstexpertin Daniela Sampetti. Sie wird belohnt. In einer Höhle weitet sich der Fels bis zur Kuppel einer Kathedrale. Hier haben vor über 8000 Jahren die frühen Wüstenvölker begonnen, ihr Leben aufzuzeichnen. Und wieder finden sich Beweise. Giraffen. Zu Dutzenden jagten sie durch die fruchtbaren Ebenen. Die heutige Wüste. Unvorstellbar für uns. Geblieben sind nur noch Sand und Steine. Die Expedition an die Ufer des Wadi ist schon jetzt ein Erfolg. Doch das italienische Team hat noch einen wertvollen Hinweis von ihrem Führer bekommen. Ganz in der Nähe, hinter einem gewaltigen Felsblock, sollen weitere Zeichnungen versteckt sein. Daniela Sampetti und die Fotografin Sara Giovannetti gehen voran. Wissenschaftler im Glück. Sie finden die Zeichnung eines Kriegers. Die Datierung wird ergeben, gemalt in der Zeit der Garamanten vor 2000 Jahren. Die Bilder der Bewaffneten ähneln den berühmten Darstellungen der libyschen Fürsten aus Ägypten. Und noch ein Beleg für die unglaublichen Beschreibungen Herodots. Die zwei Jahrtausende alten Felsencomics zeigen Zuchtrinder. Vor einen Wagen gespannt.
Die Galerie der Garamanten ist das Gedächtnis der Wüste. Vor Jahrtausenden lebten die Menschen in blühenden Savannenlandschaften. Dann breitete sich unerbittlich die Wüste aus. Die Menschen mussten geschickter werden beim Jagen, beim Ackerbau. Und sie schlossen sich zu größeren Gemeinschaften zusammen. Die Garamanten ersannen besonders geniale Mittel. Wie die mehrspännigen Streitwagen, die auch zur Jagd benutzt wurden. Die berühmten antiken Streitwagen. Herodot spricht den frühen Libyern das Patentrecht zu. Von ihnen hätten die Griechen gelernt, 4 Pferde anzuspannen. Hiermit hatte er also recht. Doch können die Archäologen auch die sagenhafte Hauptstadt Garama identifizieren? Die Fotografin Sarah hat tausende von Felszeichnungen aufgenommen, die sie nun Stück für Stück genauestens analysiert. Bei der Fülle an Informationen ist Nachtarbeit angesagt. Da ist es zumindest kühler. Auf den Zeichnungen der Garamanten sind häufig Gruppen von Menschen zu sehen. Jagdgemeinschaften? Als die Wüste das fruchtbare Paradies verdrängte, haben sich die Garamanten offensichtlich dem Überlebenskampf als Stammesgemeinschaft gestellt. Erfolgreich, wie wir heute wissen. Die Lernia ist auf dem Weg durch die Steinwüste am Rande des Akakus. Bei In Achelachem hat sein Team ein besonderes Gräberfeld entdeckt. Viele kleine Steinpyramiden umringen ein auffällig großes Grab. Die Lernia vermutet, auf den Steinpyramiden wurden dem toten Wüstenfürsten Opfer dargebracht. Durch Satellitenaufnahmen sind die Italiener auf diesen abgelegenen Ort gestoßen. Das Grab liegt am Eingang zu der einzigen Schlucht, die durch das Gebirge führt. Jede Karawane musste an diesem Grab vorbei. Der Professor aus Rom stößt noch auf eine wichtige Spur. Die vierfingerige Hand. Sie ist das geheimnisvolle Erkennungszeichen der Garamanten. The area, surrounding the monument was scattered of Roman pottery. Da die Umgebung voller römischer Tonscherben war, musste das Grab aus der Garamantenzeit stammen. Bei der Ausgrabung fanden wir Hinweise auf die typischen Opfergaben der Garamanten. Den Opfertisch, die 4 Finger, die so typisch für das 400 Kilometer entfernte Zentrum der Garamanten sind. Dann legten wir das Hauptgrab frei und fanden Skelette, Tongefäße, Dattelkerne. Alles typische Merkmale eines Garamantengrabes. Hier im Danesow-Tal, hunderte von Kilometern südlich der Hauptstadt, haben wir einen sehr wichtigen Fund gemacht. Also gehen wir von einem sehr großen Gebiet aus, das zu dem Garamantenkönigreich gehörte. Der wichtigste Beweis, die vierfingerigen Hände. Sie schützten überall die Gräber. Im Boden oder als zweite Grabplatte vor dem Eingang zur Leichenkammer. Das prächtig ausgestattete Grab eines regionalen Fürsten. 400 Kilometer südlich vom legendären Garama. Das Reich muss straff organisiert gewesen sein. Auf dem Weg nach Norden. Forscher vermuten die Hauptstadt des Reichs am Ende einer Kette von Oasen, die an das Gebirge anschließen. Tatsächlich, mitten im Nichts, die Reste einer vergangenen Stadt. Die Archäologen entdeckten unterirdische Quellen. Ein Netz von Kanälen und Brunnen sicherte den Garamanten ein angenehmes Leben. Die legendäre Hauptstadt der Wüstenkönige. Einst soll sie an die 10.000 Einwohner gehabt haben. Die wahre Macht und Pracht Garamas bleibt uns verborgen. Auch wenn sich die Ruinen in der trockenen Hitze erstaunlich gut erhalten haben.
Nach britischen Forschungen dominierte ein großes Militärlager den Ort, umgeben von Tempeln, Bädern, Marktplätzen. Eine gewaltige Stadtmauer mit Wachtürmen und Schutzgräben machte Garama zu einer unbezwingbaren Festung. Durch die schmalen Gassen konnte so schnell kein Feind vordringen. Und je enger die Gassen, desto kühler war die weiße Stadt in der Wüste. Die Hauptstadt war vor Angriffen gut geschützt, wenn feindliche Truppen es jemals durch die sengend heiße Wildnis geschafft haben sollten. Dreihundert Jahre nach dem Tod Herodots gab es einen neuen Eroberer der griechischen Kolonien in Libyen, Rom. Im Jahr 111 vor Christus stellte sich die punische Küstenstadt Leptis Magna offiziell unter römischen Schutz, wie man dies in der Diplomatensprache bis heute nennt. Von Leptis aus wollten die Römer das Tor zwischen Afrika und Europa beherrschen. Die mächtige Basilika und das Forum zeugen noch heute von der einstigen Blüte. Die Garamanten lernten schnell, Leptis Magna und das Römische Reich als einträgliche Handelspartner zu nutzen. Das gigantische Amphitheater der Küstenstadt und die anderen Arenen im Römischen Reich benötigten zig, ja Hunderttausende von wilden Tieren aus dem Inneren Afrikas zur grausamen Unterhaltung der Massen. Farbenprächtige Mosaiken aus Leptis zeigen die brutalen Spiele. Gladiatorenkämpfe und Tierhetzen, das Ende war immer blutig. Angeblich ließen im Kolosseum manche Kaiser 10.000 Tiere hetzen an einem Tag. Einmal sollen auch Garamanten zu Opfern in der Arena geworden sein. Sie hatten die Umgebung von Leptis verwüstet und mussten nun dafür büßen. Ansonsten fühlten sich die Römer in ihrer Kolonie Leptis sicher. Die Wüstenvölker lieferten Tiere, Sklaven, Edelsteine, wurden aber nicht als Bedrohung angesehen. Das Reich der Garamanten war für Rom das Ende der Welt. Der Mainzer Archäologe Detlef Kreikenbohm forscht seit 6 Jahren in Leptis. Von Britannien im Norden über Köln bis nach Leptis Magna erstreckte sich das Imperium. Leptis war die südlichste Stadt. Das war ein wesentlicher Verbindungsweg dann als Karawanenweg nach Innerafrika rein, durch die Sahara durch, also auch durch das Land der Garamanten durch. Auf diesem Weg sind ganz gewiss auch wilde Tiere gekommen, die hier über Leptis Magna teilweise auch hier gebraucht wurden, aber dann auch vor allen Dingen weitergebracht wurden nach Italien. Durch den Handel wuchs Leptis zu einer sagenhaft reichen Metropole, bewundernd die Weiße Stadt am Meer genannt. Ein Schmelztiegel. Menschen aus verschiedenen Teilen der Mittelmeerwelt lebten dort. Doch auch weiterhin griechische Kolonisten, deren Erbe der Professor untersucht. Auf dem Markt mitten im Stadtzentrum wurden Sklaven, wilde Tiere und vor allem Weizen gehandelt. Leptis wurde zur Kornkammer Roms. Schiffsflotten brachten die Waren nach Italien. Ein sicheres Geschäft. Die wichtigste Handelsroute führte in den Süden, ins Garamantenreich. Der Meilenstein am Anfang der Straße steht noch heute. Doch im Jahre 17 nach Christus bekamen die Römer plötzlich Nachschubprobleme. Ihre Karawanen wurden überfallen, Brunnen zugeschüttet, Händler und ihre Lasttiere verdursteten. Die Römer beschuldigten die Garamanten.
Je wichtiger und stärker die Garamanten wurden, desto größere Probleme machten sie nun dem Norden. Um wieder die Kontrolle zu bekommen, entschieden sich die Römer zu einem großen Eroberungsfeldzug. Ganz am Anfang der Blütezeit des Garamantenreiches, also vor rund 2000 Jahren. Leptis Magna. Hier wurde die folgenschwere Entscheidung getroffen. Doch die Überfälle der Garamanten waren nur ein Vorwand. Tatsächlich sollte die lästige Konkurrenz im lukrativen Sahara-Handel ausgeschaltet werden. Reste des Römerkastells in Sidamus, dem heutigen Gadames. Der kriegserprobte Cornelius Balbus, einst Privatsekretär von Caesar, wurde beauftragt, in der Garnisonsstadt ein schlagkräftiges Expeditionsheer zusammenzustellen. Der Plan war es, den Druck, den die Garamanten auf den Norden ausübten, zu unterbinden. Sie beeinflussten bereits auch die nördlichen Stämme an der Mittelmeerküste. Die Römer mussten eine unglaubliche Expedition organisieren, durch eine der heißesten Gegenden der Sahara, der Hamada al-Hamra. Also schickten sie mehr als 20.000 Soldaten, um Garama zu erreichen und so den Kern des Garamantenreiches in die Hand zu bekommen. Noch nie zuvor hatte Rom sich militärisch so massiv nach Süden vorgewagt. Die Hitze, die unbekannte, weit entfernte Welt, das alles hatte Rom lange Zeit abgeschreckt, nach Afrika zu greifen. Balbus' Plan war gewagt. Über 1000 Kilometer mussten seine Truppen, 20.000 Mann, zu Fuß durch eine der heißesten Wüsten der Welt, die Hamada al-Hamra, die Rote Wüste. Doch die Legionäre drangen bis Garama vor, dem heutigen Djerma. Was passierte, blieb lange im Dunkeln. Balbus selbst brüstete sich, er habe die Garamanten besiegt. Zu seinen Ehren gab es einen Triumphzug durch Rom. Sind die Garamanten tatsächlich vernichtend geschlagen worden? Die Befunde sprechen dagegen. Über weitere Angriffe der Krieger aus der Wüste schweigen die Chronisten. Man hatte sich zum gegenseitigen Wohl arrangiert. In Leptis Magna verlief der Handel wieder ungestört. Hundertfünfzig Jahre später spielte hier ein Junge, der einmal römischer Kaiser werden sollte. Septimius Severus, einer der Nachfolger Mark Aurels. Imperator ab dem Jahre 193 nach Christus. Der erste römische Kaiser afrikanischer Herkunft. Die Spielfelder aus der Zeit des jungen Septimius sind heute noch zu sehen. Dem Kaiser zu Ehren, am Eingang der Stadt sein gewaltiger Triumphbogen. Leptis Magna erlebte eine Blütezeit. Seiner Heimatstadt spendierte er prunkvolle Bauten und reiche Ausstattungen. Der Tyrann war als besonders brutal bekannt. Selbst engste Mitstreiter ließ er ohne zu zögern töten, wenn sie ihm zu mächtig wurden. Ihre Statuen ließ er zerstören. Um an die Macht zu gelangen, war ihm einfach jedes Mittel recht. Da ging er radikal vor. Eine Stadt, die sich dem falschen Mann angeschlossen hatte, wurde dem Boden gleichgemacht und mit der Bevölkerung wurde aufs Schärfste verfahren als Bestrafung. Wie war dieser gnadenlose Imperator mit den Garamanten umgegangen? Hatte sie die Wüste nicht schon längst verschluckt? Heute weiß man, das Gegenteil war der Fall. Der Handel zwischen Rom und den Wüstenkönigen verstärkte sich. Diese wurden sogar als hohe Gäste in der ewigen Stadt hofiert und bestaunt. Die stolzen Wüstenkrieger.
Gemeinsame Expeditionen führten tief in den afrikanischen Kontinent hinein. Der römische Autor Plinius der Ältere berichtet von wertvollen Schätzen im Reich der Garamanten, vom schwarzen Berg des Ringes, aus dem die Garamanten Edelsteine schürfen. Auch den Handel mit den begehrten roten Karfunkelsteinen aus dem südlichen Äthiopien sollen sie kontrolliert haben. Das antike Joint Venture machte auch die Herren der Wüste noch reicher. Sklaven und wilde Tiere kamen für den Weitertransport aus dem Inneren Afrikas. Oliven wurden von der Mittelmeerküste zum Eigenverbrauch importiert. Und der absolute Luxus, Glaswaren aus Rom wurden über 2000 Kilometer weit in die Sahara gebracht. Im 3. Jahrhundert nach Christus waren die Garamanten auf dem Gipfel ihrer Macht. Sie beherrschten den Handel. Sie genossen Luxusgüter aus den Metropolen der Welt. Überfluss für die Herren der Wüste. Leptis Magna. Unter Kaiser Septimius konnte es sich die Stadt leisten, den Wadi, an dessen Mündung der Hafen lag, zu begradigen und erweitern. Und im Hafen versammelten sich noch mehr Kriegs- und Handelsschiffe. Als das Imperium zerfiel, spürten das auch die Kolonien. Der Handel brach zusammen. Der Leuchtturm, Markenzeichen der Stadt und einer der größten in Nordafrika, verkam zur Ruine. Das neue Hafenbecken versandete. An den Kais legten keine Schiffe mehr an. Die Stufen wirkten wie nagelneu. Das Imperium hatte sich hier in Libyen überlebt. Der Verfall des wichtigsten Handelspartners zerstörte die Lebensgrundlage der Garamanten. Doch es kam noch etwas hinzu. In ihrer Verschwendungssucht hatten sie eines vergessen: Demut der Natur gegenüber. In ihren Städten hatten sie zu viel Wasser verschwendet. Der Grundwasserspiegel war gefährlich gesunken, die Quellen trockneten aus. Die Siedlungen mussten aufgegeben werden, die Bewohner wurden wieder zu Nomaden. Doch wohin sind die Erben der Garamanten verschwunden? Diese Frage bewegt auch die italienischen Forscher. In Rom untersucht Francesca Ricci die Funde aus Libyen. Jedes Knochen- und Schädelteil kann eine wichtige Spur sein. Ihre Form und spätere DNA-Tests werden Aufschluss darüber geben, wie die Garamanten aussahen und woher sie kamen. Die ersten Ergebnisse überraschen. Die Garamanten hatten keinen einheitlichen Genpool, keine gemeinsame Herkunft, sondern stammen aus dem Schmelztiegel der Völker Nordafrikas. Libyen als Wiege der Zivilisation, so wie Herodot schrieb. Mitten im Kernland der Garamanten wurde 1958 von italienischen Forschern eine Mumie entdeckt. Die Stammesältesten aus der Umgebung erinnern sich noch gut und führen Savino di Lernia zum Fundort. Die Mumie war vor etwa 5500 Jahren in Blätter gewickelt worden. Ein kleiner Junge, genannt die schwarze Mumie. Schädel, Skelett und Haut haben die Jahrtausende überstanden. Wieder dieses Merkmal der Garamanten, die Ehrung der Toten. War dieser Junge ein Vorfahre der Wüstenkönige? Die Antwort muss die Lernia in Tripolis finden, der Hauptstadt des heutigen Libyen. Hier an der Mittelmeerküste herrscht seit 1969 unangefochten Muammar Gaddafi.
Die verschiedenen Stammesfürsten hat er in seinen Machtapparat einbezogen. Erst vor kurzem hat sich Libyen dem Kulturtourismus geöffnet. Eine Genehmigung für ausländische Filmteams ist dagegen immer noch die Ausnahme. Die italienischen Archäologen haben die schwarze Mumie dem libyschen Nationalmuseum übergeben. Hier kann Di Lernia das Geheimnis der Mumie selbst untersuchen. Wie in Ägypten wurden die Organe vor der Mumifizierung entfernt. Der Körper wurde anschließend mit Substanzen aufgefüllt, deren genaue Zusammensetzung immer noch rätselhaft ist. Die Mumie ist älter als die älteste jemals in Ägypten gefundene. Die Haut auf dem Schädel ist der beeindruckendste Beweis für Mumifizierung. Auf dem ganzen Schädel findet man Haut, am Rückgrat und am Brustkorb. Das wäre unmöglich, wenn der Leichnam nicht mumifiziert wäre. Wahrscheinlich haben sie irgendeine anorganische Materie in den Körper gefüllt, um die bakterielle Zersetzung zu verhindern. Genauso haben es die Ägypter auch im Niltal gemacht. Aber eben Jahrhunderte später. Eine Theorie. Urlibyer flüchteten vor der Trockenheit nach Osten in Richtung Nildelta. Das Know-how der Mumifizierung nahmen sie mit. In der libyschen Sahara entstand nicht nur das faszinierende Reich der Garamanten, die sogar die Griechen inspirierten. Schon deren Vorfahren beeinflussten selbst die ägyptischen Pharaonen. Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung, hatte recht mit seiner Bewunderung für die Herren der Wüste. Nur, was ist aus diesen Überlebenskünstlern der Antike tatsächlich geworden? Zum Abschluss der Expedition finden die italienischen Forscher vielleicht eine Antwort. Durch die Gravuren, die es überall im Garamantenreich gibt. Wie die Malereien zeigen sie zumeist Tiere. Doch oft finden sich daneben auch Schriften in der uralten Sprache Tifina, die es schon zu Zeiten der Garamanten gab. Nur die Tuareg können sie noch heute entziffern. Es ist ihre Schriftsprache. Dieses ist ein sehr wichtiger Platz für euch. Gebt gut Acht auf ihn. Vielleicht sind sie die versprengten Nachfahren der Garamanten. Stolze, freie Krieger, die überlebten, weil sie wieder gelernt hatten, sich der Natur anzupassen und nicht, sie sich untertan zu machen. Die, wie die alten Figuren in Cyrene es ausdrücken, wieder Demut vor der Wüste gelernt hatten.